Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen im Teil 3 unserer Serie zunächst zum SL-Band. Und ihr habt ja im letzten Teil schon gesehen, was alles passieren kann, wenn das SL-Band reißt und nicht rechtzeitig behandelt wird. Und jetzt wird es darum gehen, wie man es denn richtig behandelt, wenn man einen frischen Riss sieht. Viel Spaß dabei. Okay, ich habe ja eben schon erklärt, was passieren kann, wenn man so einen SL-Bandriss übersieht oder wenn man ihn denn sieht und dann nicht rechtzeitig behandelt. Und schauen wir mal, was zu tun ist, wenn so ein frischer SL-Bandriss vorliegt. Frisch bedeutet vielleicht ein paar Wochen alt, vielleicht wenige Monate, dann mag es noch so angehen wie jetzt hier. Aber irgendwann ist es nicht mehr frisch und dann können auch diese Bandrisse nicht mehr gut ausheilen ohne aufwendigere Maßnahmen. Gehen wir mal davon aus, wir sehen so einen frischen Riss. Die beiden Knochen, Mondbein und Kahnbein, haben sich schon so voneinander entfernt und das gehört operiert. Und die Operation ist relativ einfach so, dass man an dieser Stelle, wo das Band gerissen ist, versucht, über entsprechende Maßnahmen diese beiden Knochen wieder zusammenzufügen, sodass diese Lücke zwischen Mondbein und Kahnbein dort verschwindet. Und damit das Band an dieser Stelle jetzt ganz gut wieder zusammenwächst, wird man das entweder so wie hier in Gelb übernähen oder, wenn das Band auf einer Seite ausgerissen ist, auch mal auf der Seite mit so einem kleinen Knochenanker festmachen. Knochenanker ist nichts anderes als eine Schraube mit einer winzigen Öse, die in den Knochen reingedreht wird, sodass die Öse auch komplett im Knochen verschwindet. Durch diese Öse gehen Fäden und an diesen Fäden kann man irgendwas festnähen, wie zum Beispiel das ausgerissene SL-Band. Damit das Ganze dann gut heilen kann, ist zusätzlich leider eine weitere Maßnahme erforderlich. Man muss jetzt nämlich diese drei Knochen, die an der ganzen Sache beteiligt sind, für einen Zeitraum von ungefähr 8 Wochen gegeneinander fixieren mit solchen kleinen Drahtstiften, die dort eingebracht werden. Und diese Drahtstifte werden dann nach 8 Wochen entfernt und bis zum Entfernen dieser Drähte ist auch in der Regel ein Gips erforderlich. Dann ist durch die Ruhigstellung das Handgelenk leider relativ steif geworden. Es ist auch noch deutlich angeschwollen. Und dann ist sehr, sehr viel Arbeit erforderlich, bis man da wieder eine gute Beweglichkeit reinbekommt. Ich würde da mindestens noch mal so 1-2 Monate rechnen, bevor man mit dem Handgelenk wieder klarkommt. Und in dieser Zeit ist natürlich viel eigene Anstrengung erforderlich und nicht nur Physiotherapie in dem Sinne, dass man da 2 oder 3 Mal in der Woche hingeht und sich da behandeln lässt, sondern da sind natürlich intensive eigene Übungen jeden Tag erforderlich. Was ich immer noch gerne empfehle, ist Flossing als Zusatz, wo man das Gelenk ein bisschen zum Abschwellen kriegt und wo sich auch die Beweglichkeit relativ gut wieder verbessern lässt. Dafür werde ich vielleicht aber nochmal ein eigenes Video machen, wie das mit dem Flossen geht. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid, was man tut, wenn man eine frische SL-Bandruptur hat und wie man sie behandelt. Das Ganze wird dann deutlich schwieriger, wenn die Ruptur schon ein bisschen länger her ist, also der Riss vielleicht ein halbes Jahr alt ist oder ein Jahr alt ist, denn dann ist es nicht mehr möglich, dieses Band zu nähen. Dann muss man eine sogenannte Bandplastik durchführen, was jetzt nicht bedeutet, dass man irgendwelchen Kunststoff dort einsetzt, sondern dass man körpereigenes Gewebe verwendet, um das Ganze wieder in Ordnung zu bringen. Und darum wird es dann in Teil 4 gehen. Ich hoffe, dass wir uns dann wiedersehen.